So, schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Barbecue zu der Nachmittagssendung hier eine Viertelstunde vor Eröffnung der US-Börsen. Wir hatten heute Vormittag und in der Nacht zeitweise ein Limit-up, also eine Abriegelung des Handels nach oben, sodass keine zu großen Kurssprünge dann im regulären Handel auftreten können. Ja, dieses Limit-up ist bei 21.214 Punkten im US-30. Und bei 7.296,5 Punkten im US Nasdaq 100 gewesen. Und man sieht, dass da also der Handel ausgesetzt war. Hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ich bin hier im Stundenchart, da sieht man es vielleicht nicht so gut, wenn man im 1-Minuten-Chart unterwegs ist. Da sieht man es eher. Aber wir haben eben über den Verlauf seither rückläufige Kurse gehabt. Die Preise sind zurückgekommen, die Kurse sind zurückgekommen. Zeitweise waren sogar die gesamten Gewinne weg. Es hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Jetzt entsteht an der Situation, an der Marke, wo wir ein Limit-up hatten für den regulären Handel, die Chance, dass wir 1, 2, 3 Böden basteln. Das hatte heute Morgen der DAX auch schon versucht, hat es nicht geschafft. Wir sind gleich wieder, haben gleich wieder die Rolle rückwärts gemacht. 9 Uhr Schlusskurs eben über einem 1, 2, 3 Boden und dann wieder drunter. Jetzt wird es spannend für den heutigen Handel, ob wir auf Stundenbasis den Nasdaq 100 und den US-30, ob der in der Lage ist, hier die 21.214 bzw. 7.296 zu überschreiten und dann dort Böden zu bilden im Stundenchart. Auch da, wie heute Morgen im DAX auch, die Bedingung ganz wichtig, dass wir da einen Stundenschluss drüber haben und dann eine Rallye-Fortsetzung nach oben sehen in Richtung 61,8 und dann möglichst einen Rücktest, also nochmal ein Zurücklaufen an diese Marke, um hier wirklich nachhaltige Signale zu bekommen. Es ist aber auch möglich, dass das alles nicht kommt, dass wir also nicht über diese relevanten Marken drüber gehen. Dann kann man für den Moment schon mal festhalten, wir haben eigentlich jetzt durch die Sondersituation des Limit-Up schon mal einen bärischen Test gehabt, aber der Markt konnte nicht anders, weil es dort einfach im elektronischen Handel nicht weiterging. Also das muss man jetzt im Parketthandel schauen, ob da die Bereitschaft jetzt immer noch da ist, hier weiter nach oben zu laufen. Rechts unten, jetzt auch durch den Blindflug des Vormittags, da eben hier nach oben der Markt abgeriegelt war durch diese Limit-Up-Regel, der Volatility-Index, also der VIX. Die Volatilitätskriterien hier für den S&P 500 bei CME Markets handelbar als Volatility Index März 2020 Forward CFD. Wir haben kein höheres Hoch durch diesen Sprung heute Vormittag, was eine gute Nachricht ist, denn dadurch ist es möglich, wenn wir unter die 65 fallen, ja, unter diesem gedachten Punkt 1, dann wäre da die Chance, dass wir ein tieferes Tief bekommen auf der Unterseite, also dann ein 1, 2, 3 Top basteln in der Volatilität. Das könnte eben dazu führen, dass wir insgesamt es dann mit einer Beruhigung des Marktes zu tun bekommen. Das wäre quasi das passende Signal zu den 1, 2, 3 Mustern, die sich eben hier in den Indizes dann vervollständigen könnten. Ein höheres Hoch in der Volatilität würde bedeuten, dass wir also hier im VIX über 76,20 ist da das Hoch vom 16. März, also von gestern Abend. Sollten wir da drüber gehen mit einem höheren Hoch, nun, dann muss ich erst wieder ein neues 1, 2, 3 Top bilden, um ein Signal für eine Beruhigung zu bekommen. Darauf also mal bitte achten. Der Goldpreis hat eine volle Bewegung. Ich bin hier im Stundenchart gemacht von einem 1, 2, 3 Top oben. 8. 9. März, 1, 2, 3 Top ist da. Wir haben eine volle Bewegung runtergemacht zum 4, 23, 6er. Sind auch unter den wichtigen, nun jetzt wieder Widerstand, 15, 32, 70. Diese Marke war ja vor 7 Jahren der Beginn von dem großen Ausverkauf, von dem 7-jährigen Konsolidierung und Bärenmarkt im Gold. Und wir waren ja da zwischenzeitlich wieder oben und drüber. Und durch die Tatsache, dass alles einfach verkauft wurde in diesem Ausverkauf, ist auch das Gold jetzt wieder unter diese Marke gefallen. Sollten wir da weiterhin nur Fehlversuche sehen, da wieder drüber zu gehen, da muss man aufpassen. Für den Moment ist eben noch die Möglichkeit gegeben, dass wir diesen Impuls, ich zoome da jetzt mal rein im Stundenchart, diesen Impuls hier nach oben
über die 15, 19, 80 und darüber schaffen, auf Stundenbasis drüber zu gehen, dann würde sich ein 1, 2, 3 Tief aktivieren. Und wir hätten dann die Chance, dass wir uns übergeordnet stabilisieren und dann weiter nach oben laufen. Allerdings muss ich sagen, dass hier der Rücklauf, wenn ihr mich fragt, ist es nicht so ideal gelaufen, der ist hier zu tief schon eigentlich. Ja? Wir haben ja hier schon in dem linken Kreis, den ich jetzt gezeichnet habe, hatten wir ja schon einen Versuch, auf ein höheres Hoch zu gehen. Also hier hätte er durchstarten müssen. Ja, kam nicht, sondern wir haben dann tiefere Tiefs bekommen. Also insofern, naja, nicht so optimal. Dennoch mal gucken, neuralgischer Punkt 15, 19, 80 auf der Oberseite, auf der Unterseite des Tief hier bei 14, 51, 26. Das zu unterschreiten, würde quasi diese unmittelbare 1, 2, 3 Bastelaktion zerstören. Da müsste sich erst wieder ein neuer Impuls von tiefer raus dann bilden. Das Rohöl könnte heute auch Stress machen, dem Gesamtmarkt, denn technisch betrachtet haben wir jetzt eine volle Bewegung über das Top, das sich hier am 11. März bildete, absolviert. Wir sind 4,23er drunter. Jetzt in dieser Zone kann es zu einem neuen 1, 2, 3 Tief kommen, aber das wurde jetzt, der Versuch dazu wurde abgelehnt. Ja, wir hätten ja hier drüber müssen, also wir haben hier quasi die 1, die 2 und hier einmal, zweimal hätte eine 3 werden können, ist aber nicht, sondern es wurde zweimal die 30, 39 hier dem Markt verweigert, darüber zu gehen. Damit haben wir jetzt einen potenziellen bärischen Druckaufbau in Richtung 28,10 und dann möglicherweise sogar 27,30. 27,30 ist am Montag vor einer Woche ein 1,2,3 entstanden, 1,2,3 Trendwendemuster von 27,30 bis 29,05, ja, zwischen diesen Grenzen. Und man sieht jetzt auch, dass hier der Ölpreis es nicht so richtig schafft, über diesen Punkt 1 wieder drüber zu gehen, 29,05. Das ist jetzt zweimal auch bärisch bestätigt. Also möglicher bärischer Druckaufbau gegenüber das Top vom gegenüber das 1,2,3 Tief von Montag vor einer Woche. Unter 27,30 muss man aufpassen, wäre der Boden zerstört, da droht dann erneut Ausverkaufsgefahr. Saudi-Arabien sagte, wir fahren gerade unsere Produktionsmenge auf den Rekord von 10 Millionen Barrel pro Tag nach oben. Im April will man, also man ist gerade bei über 10 Millionen Barrels gelandet, im April möchte man sogar auf 12,3 gehen. Also die Mengen an Öl, die hier von Saudi-Arabien jetzt gefördert werden, zusätzlich und auch von Russland zusätzlich, die beiden Länder versuchen sich in dieser nachlassenden weltweiten, eigentlich kollabierten Nachfrage nach Öl, Marktanteile, keiner gönnt da dem anderen was, zu sichern. Damit fluten die den Ölmarkt und das könnte den Preis belasten. Technisch auf jeden Fall hier die unmittelbare Chance, hier ein 1, 2, 3 zu basteln, ist schiefgegangen und wäre hier bei einem Rutsch unter 28,10 und dem Fehlversuch über 29,05 zu gehen, schiefgegangen. Hier unten links ist noch der Wochenchart von der Amazon-Aktie, vom Amazon-Aktien-CFD. Ihr könnt US-Aktien-CFDs Stückzahl unabhängig mit einer fixen Kommission von 10 US-Dollar, einem Hebel von 5 Long und Short, die meisten auch Short und alle Long handeln. Die Amazon hier bei 17,16 ist der Punkt 1 und jetzt wird spannend sein zu sehen, wie die Ende der Woche schließt. Ich bin hier im Wochenkerzenchart, also eine Kerze steht für den Preisverlauf von einer Woche. Ein Schlusskurs unter 17,16 könnte die Bodenbildung von Winter, Weihnachten 2018 in Frage stellen und dann könnte auch da der Druck zunehmen. Zwei Aktien, die hier auch nun sich
über den gestrigen Handelstag ein wenig stabilisiert haben, aber wo so richtige Käufer und Kaufinteresse wie am Tag zuvor hier ein Short Squeeze konnte nicht losgetreten werden. Ja, zum Beispiel bei der Apple hat es ja noch gegeben, 20:35 Uhr bis 20:55 Uhr am 13. März, am Freitag, ging es da ja dann auch mit der erwarteten Pressekonferenz von Donald Trump 9,4% nach oben in 35 Minuten. Das hat nicht mehr geklappt. Die Aktie am Ende vom Tag auf einem tieferen Tief gelandet, als sie eröffnet hat. Bei AMD ein ähnliches Spiel. Auch da nun stärker als die Apple unterwegs, aber auch dabei der AMD hatten wir am Freitag einen Short Squeeze in den letzten ja, 25 Minuten des Handels von 8% nach oben. Aber auch jetzt gestern im Handel vom Tief bis zum Hoch 11,5% Differenz. Also bei diesen High-Beta-Aktien, Apple ist von vielen gehalten und auch AMD im Chipsektor immens Bewegung. Wenn man sich auch weitere anschaut, ne, Nvidia zum Beispiel. Dann haben wir da ein ähnliches Bild. Und zum einen ist Nvidia hier vom Hoch zum Tief 46% eingebrochen. Hat es nicht geschafft, ein neues Allzeithoch zu machen. Wir sehen auf Tagesbasis bei Nvidia hier von Dezember 2018 bis Januar 2019 haben wir ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet von 124,51 bis 160,86. Und dieses Tief ist intakt bei Nvidia, wäre aber die Bestätigung, Punkt 1, müssen wir erst darunter, um quasi diesen ganzen Boden hier nochmal zu bestätigen. Für den Moment hängen wir hier an der 100% Extension aus dem Boden bei 197,21 fest, bei Nvidia. Und auch da hat man das gleiche Verhalten gesehen, ja, Erholung und dann sogar tiefere Tiefs hier gestern. Aber auch da innerhalb kurzer Zeit extreme Auflösung von Short-Positionen. Und genau sowas muss als initialer Impuls kommen. Das ist eine wichtige Geschichte, um eine Bodenbildung überhaupt zu ermöglichen. Wir haben jetzt so eine Entwicklung in den großen Indizes, wenn jetzt gleich in eineinhalb Minuten beginnt der Handel. Der Präsenzhandel an der Wall Street. Hier haben wir jetzt den Impuls, ein Unvermögen des Marktes, ein tieferes Tief auszubilden. Und was jetzt fehlt, ist eben ein höheres Hoch, genauso auch im US 30. Also darauf bitte achten. Wir haben dieses Mal auch, oh welch Luxus, eine vorbörsliche Handelsspanne. Dieses Mal also keine Limit Down oder Limit Up, sodass ich mich jetzt hier auch orientieren kann, innerhalb der die vorbörsliche Spanne einzeichnen kann und kann jetzt eben zur Eröffnung mich auch orientieren, in welche Richtung es gehen könnte, relativ zur Eröffnungshandelsspanne. Das ist quasi mein Trendfilter, mit dem ich jetzt auch gucken kann, haben wir einen Seitwärtstrend, ist der Markt in der Lage, nach oben rauszulaufen oder nicht. Gleichzeitig hier auch die Volatilität im Blick behalten. Jetzt haben wir 30 Sekunden noch. Jens 2020 schreibt, hallo Jochen, grüß dich. Sorry für meine Frage, gibt es keine Entschuldigung dafür, also stell einfach deine Fragen. Und die Frage ist, wenn du internationale Werte besprichst, sind die Werte dann in Euro oder in der jeweiligen Landeswährung? Also wir sind in der jeweiligen Landeswährung unterwegs. Bei Apple, Nvidia, AMD, Amazon sind es US-Dollar-Werte. Ja, das kann man transparent. Hol dir einfach ein Demokonto, wenn du da Interesse hast an CFDs, transparent hier sich anschauen. Klickst oben links auf dieses Menü, dann auf Produktübersicht und dann siehst du hier US-Dollar. Also wird immer die Heimatbörse genannt. Wir haben aber auch ein paar Aktien-CFDs, wo es mehrere Heimatmärkte sozusagen gibt. Da gibt es dann ADRs zum Beispiel. Bei Rio Tinto ist das zum Beispiel, die gibt es eben in London, es gibt eine also auf Pfundbasis, dann gibt es eine, die in New York gehandelt wird.
Und es gibt irgendwie dann verschiedene ADRs bei Shell zum Beispiel, da gibt es dann A-Aktien, B-Aktien. Also da immer drauf achten. Im Normalfall gibt es eine Hauptbörse, eine Referenzbörse und dort wird dann eben auch der Wert gehandelt. Bei Deutsche Bank zum Beispiel haben wir eine Deutsche Bank in den USA auf US-Dollar-Basis und es gibt eine Deutsche Bank natürlich auf Euro-Basis. Da unterscheiden sich dann auch die Handelszeiten. Euro-Basis 9 bis 17:30 Uhr bei Aktien CFDs, die auf Euro-Basis laufen. Bei US-Dollar-basierten Aktien CFDs ist die Handelszeit 15:30 bis 22 Uhr. So, Nasdaq hat mal kurz oben rausgeschaut. Der US-30 nicht. Nvidia 3% im Plus, hier ein bisschen im Bounce von diesem 100% Extensionsziel aus dem Boden. 3,3% plus bei AMD, 1,8% bei Apple, das Plus bei Amazon 4%. Wir sind also hier wieder über der 17,16. Da kann man jetzt mal gucken, wenn ein Rücklauf kommt, halten die an bei der 17,16? Ja, nein. Folglich potenziell bärisch, potenziell bullisch. Der große Vorteil ist bei CFDs, was die Währungseffekte angeht, ist, dass ihr beim CFD, wenn ihr jetzt zum Beispiel in US-Aktien-CFD handelt, zum Beispiel Amazon, und in der Zeit von Kauf bis Verkauf, sagen wir mal, steigt die Aktie von Amazon um 2% an. Gleichzeitig hat aber der Dollar um 2% an Wert verloren. Wenn ihr da voll investiert in die Amazon-Aktie, an der lokalen Börse hier, in Börse Frankfurt zum Beispiel, dann wäre es so, dass der Eurokurs von der Aktie dann gleich bliebe. Ja? Wegen dem Währungsverlust von 2%, der die Kursgewinne von 2% auffrisst. Das ist beim CFD nicht der Fall. Beim CFD wird lediglich die Differenz zwischen Kauf und Verkauf währungsbereinigt. Wenn ihr also 100 Euro mit dem Trade gemacht habt, dann bezieht sich die 2% Wertverlust lediglich auf die 100 Euro und nicht auf das gesamte Investment. Das ist also ein ganz großer Unterschied, sodass mit Aktien-CFDs zwar auch Währungseffekte auftreten, aber die sind nachrangig zu sehen. So, wir haben nachhaltiges Verlassen im Nasdaq 100 von der Öffnungshandelsspanne, Signallinie ist überschritten. Was jetzt fehlt, ist quasi hier so ein Impuls, ein 1, 2, 3 tief, um dann abschließend quasi eine Risikobewertung machen zu können. Einschränke muss man dazu sagen, dass der US-30 bisher nur die vorbörsliche Spanne verlassen hat, aber die Signallinie bei 8,2924 liegend noch nicht überschritten hat. Volatilität kommt auch nicht so wirklich zurück. Aber mal schauen. Ja, also bisher das prozyklische 1, 2, 3 ist nicht da. Das wäre jetzt genau da gewesen. Und hier aufpassen, ist genau das Signal, wo quasi Impulsende 1, dann hätte er hier drüber müssen, hat er nicht gemacht. Das als Widerstand bestätigt ein tieferes Tief. Das ist das Verhalten von einem Abwärtstrend.
Und US-30 hier jetzt an der Unterkante 20.496,59 zugange. Für alle, die Probleme haben mit dem Stream, er scheint bei vielen gut zu laufen, bei manchen nicht so gut. Bitte vielleicht das Browserfenster einmal schließen, den Cache leeren und dann nochmal neu aufrufen. Das kann helfen. 7174 ist jetzt die nächste Marke, wo wir einen Versuch von einer Stabilisierung bekommen könnten. Aber wie gesagt, hier ohne Bestätigung vom US-30. Und auch die Vola kommt nicht zurück, also muss man aufpassen, sehr heikel ein solches Signal. Der Rücklauf ist hier auch zu tief schon, also das sieht hier nicht wirklich nach freudigem, jetzt gemeinsam alle kollektiv long gehen, Stimmung aus, was wir hier haben. Trendaufbau, der hätte schon hier oben passieren müssen, das ist nicht der Fall. Ich schalte jetzt nochmal um auf den 1-Minuten-Chart. Das als Fehlausbruch jetzt eher gewertet werden kann. Wir sind zu tief jetzt gelaufen. Marco Heinrich vermutet, Stream läuft gut. Es liegt womöglich an lokalen Bandbreitenengpässen, da viele Menschen Zeit für Internetaktivitäten haben. Es kann sein, Glasfaser wird zum Beispiel eine Bandbreite dann einfach geteilt auf die verschiedenen Endstellen. Eventuell auch die Qualität, vielleicht an denen, bei denen die Probleme haben, die Qualität etwas runterstellen, die Bildqualität. Das kann man unten rechts machen, da gibt es ein Rädchen, da bitte draufklicken. Ich versuche hier alle Chart-Marken auch zu nennen. So wie die 7121, die wir jetzt hier im Nasdaq 100 unterschreiten. Im US-30 jetzt auch das vorbörsliche Tief 20.496 unterschreiten. Jetzt auch die Signallinie unterschreiten. Jetzt können wir hier in den 10-Sekunden-Chart schalten im US-30, der jetzt wiederum ohne Nasdaq unterwegs ist. Nasdaq jetzt hier stärker, ist also noch nicht nachhaltig nach unten ausgebrochen. Aber für ein US-30 für sich betrachtet wäre jetzt ein 1, 2, 3 Top das Signal, das quasi zu einer Trendbewegung abwärts passen würde. Mal gucken, ob wir auf der Seite jetzt das Signal bekommen oder nicht. Die Investmesse fällt dieses Jahr aus. Wer also nach Stuttgart kommen wollte, um dort sich zu informieren, die wird nicht stattfinden. Die gibt es dann erst wieder im März 2021. Und auch Europa aufpassen, wir haben hier das 1, 2, 3 Top. Die EM ist auch verschoben worden. 20.389 ist jetzt quasi das Hoch. Bei 4.72.73 ist jetzt unser Kanarienvogel in der Kohlemine, wenn man so möchte. Wenn, solange das dieses Niveau 20, die, na, 20.482.18 nicht überschritten wird, solange ist das Signal für Trendbewegung abwärts intakt. Und man muss hier im Stundenchart jetzt aufpassen, 20.079,21 Punkte wäre quasi Bodenbildungschancen unmittelbar zu zerschlagen, würde es bedeuten. Dann könnte erstmal kein 1, 2, 3 entstehen, dann bräuchten wir erst davon tiefer wieder einen neuen Impuls.
Ich schalte jetzt auch in der Vola um auf den 5-Minuten-Chart. 76,20 ist das Hoch. Dessen Überschreiten uns ebenfalls hier neue Unruhe bringen könnte. Dann wären neue Bewegungshochs beim VIX da. WTI gerade auch mit einem tieferen Tief. Scheint es aber hier zu halten. 100% Extension ist erreicht im US-30. Nasdaq 100 verteidigt seine Signallinie. Moskau könnte in den kommenden Tagen abgeriegelt werden. Goldman Sachs senkt sein 3-Monats-Kursziel für Gold von 1700 auf 1600, 6-Monats-Kursziel von 1750 auf 1650. Wir sind aktuell beim Gold bei 1490. Goldman Sachs für das zweite Quartal rechnet mit einem Brennölpreis von 20 Dollar. Zuvor war das Ziel noch bei 30 Dollar. Brennöl aktuell Rohölbrennt Cash bei 29 Dollar. Also ein Drittel tiefer im zweiten Quartal ist die Prognose von Goldman Sachs, dass der Ölpreis also um ein Drittel im Preis nach unten gehen wird, rund. Drei Monats Silberkursziel wird bei Goldman Sachs von 18,50 auf 13,50 gesenkt. 6 Monats Kursziel für Silber von 18,80 auf 14. 12 Monatsziel von 19 auf 15. 3 Monats Kupferkursziel für LME Kupfer pro Tonne von 5.900 auf 4.900. 6 Monatskursziel von 6,2 auf 5,6 und 12 Monatsziel von 6,5 auf 6. Aufpassen. Kommt jetzt ein tieferes Tief oder kommt es nicht? Gründe für die Senkung habe ich nicht leider, Jens. Also was die Goldpreiskursziele angeht von Goldman Sachs, habe ich nur die Preise an sich, keine Begründung. Das müsste man dann vielleicht nochmal recherchieren. Also das Tief hat gehalten, erstmal zumindest. Jetzt wird sich entscheiden, ja. Kriegt man hier ein Tief bei den Aktien und ein Top bei der Vola oder spiket die Vola hier auf neues Hoch und bekommt neue Tiefs bei den Aktien. 100% Extension im Nasdaq ist erreicht. Und das Problem könnte hier der Ölpreis werden, wenn der jetzt nach unten durchrutscht. Stabilisiert sich die Geschichte jetzt. Um hier die Abwärtsdynamik zu unterbrechen, müsste der US-30 jetzt sein Trendsignal abwärts zerstören, indem er über 20,482 geht. Und der Fehlversuch, ein tieferes Tief auszubilden, führt hier zu Eindeckungen.
Aber wie ich oft sage, eine Eindeckung ist kein Boden. Für einen Boden brauchen wir erstmal, muss er über 4,8218 steigen. Und wir bräuchten eben jetzt eine 1, 2, 3. Ne? Genauso hier 1, 2, 3. Das kann auch nach oben versetzt sein, aber Impuls, abgesetzt davon, ja, ihr kennt das einfach von 1, 2, 3. Ist aber positiv, dass hier die Wohler nicht auf ein höheres Hoch gegangen ist. Amazon wird hier gekauft. Die Aktien laufen mit nach oben. AMD 2,3% im Plus, Nvidia technisch hier erstmal eingeklemmt unter der 197,21. Wie gesagt, das ist hier noch keine Bodenbildung, das ist einfach nur ein Impuls. So, da haben wir den Rücklauf. Jetzt neuralgischer Punkt ist quasi die Signallinie im US-30 und hier die Marke von, na, so ist zerstört. Von 7,142 im Nasdaq. Da müssten wir drüber. Ansonsten wäre bis auf Eindeckung hier erstmal nichts gewesen. Eine Frage kommt zu Magerschwein, Magerschwein Cash. 2,2% ist das hier dieser Future im Plus aktuell. Hier der Wochenkerzenchart. Wir haben ein 1, 2, 3 unter 65, 11. Das ist eine Analyse, die ich hier schon mal erstellt habe. Der Abwärtsimpuls hier lässt eigentlich ein Ziel möglicherweise offen in Richtung 51, 24. Es wäre die 61, 8 Extension aus dem 1, 2, 3 Top. Erst nachhaltiges Überschreiten der 65, 11 würde hier bullische Ambitionen technisch ermöglichen. Die Regulierungsbehörden in den USA bereiten den Fall gerade vor, dass demnächst Billionen von US-Dollar aus den Hightech-Zentren der Finanzbörsen, der Handelsplätze in Homeoffices wandern könnten. Also der Handel von Aktien demnächst könnte größtenteils die Händler aus den Börsen von der New York Stock Exchange, von der NYMEX und so weiter, wenn die geschlossen werden, weil man öffentliche Versammlungen vermeiden möchte, könnte es dazu kommen, dass eben die Leute aus dem Homeoffice aus
hier ihren Jobs nachgehen, ihren Maklertätigkeiten. Nach der Finanzkrise hat man ganz viele Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass wieder so eine Volatilität sein wird, wie wir sie aktuell haben, um dann eben in Problemen für Transparenz zu sorgen. Was man aber hier nicht bedacht hat, ist im Sinne von oder in einem Fall einer Pandemie, wie wir sie jetzt haben, dass es dann eben dieses Social Distancing, wie sich das im Englischen nennt, also dass man eben Abstand hält und Abstand halten muss von anderen Menschen, um eben die Infektionsketten zu unterbrechen, dass es das gibt. Darauf ist man nicht vorbereitet. Und so soll es eben jetzt entspannte Regeln geben von den Regularien. Die CFTC, die Terminbörsenaufsichtsbehörde in den USA, arbeitet gerade an einer solchen Lockerung, um eben sicherstellen zu können, dass auch aus dem Homeoffice die Derivatemärkte in den USA weiterhin funktionieren. Bereits am heutigen Tag sollen hier die ersten offiziellen Schreiben der Terminbörsenaufsicht an die entsprechenden Makler gehen. Wir sehen bereits jetzt eine Ausweitung der Spreads in den Indizes, was darauf zurückzuführen ist, dass wir eine nachlassende Liquidität an den Märkten bereits sehen. Das ist nicht nur bei Aktien so, das ist eben auch mittlerweile bei den Treasuries in den USA angekommen. Die hohe Volatilität zwingt viele elektronisch geregelten Programme, automatische Handelsunterbrechungen zu machen, nicht mehr am Handel teilzunehmen, da ihnen das, sie dafür für so hohe Volatilität nicht programmiert sind. Und wenn wir jetzt unten rechts eben den VIX haben, der hier auf ein neues Hoch springen könnte bei über 76, dann wäre das eine weitere Eskalation der Situation. Wo es also erstmal nicht besser wird. Und wenn der US-30, so wie er es jetzt tut, eben auch die 2079 unterschreitet, hat er damit jetzt eben auch die Chance vertan, diesen Impuls von gestern eben wirklich zu einem nachhaltigen Boden erstmal werden zu lassen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt wird eben hier dieses Niveau verteidigt. Und je nachdem, ob es klappt, sehen wir eine Wiederholung, also wieder Bewegung hoch. Da müsste man im 1-Minuten-Chart dann gucken, kommt ein 1, 2, 3 tief oder es gibt jetzt ein Breakout bei der Volatilität über den Widerstand, über das bisherige Hoch. Nightmare weist bei Magerschwein auf Haltekostengutschriften hin. Ja, nicht schlecht, 97,71% erhält man auf der Short-Seite bei Magerschwein. Annualisierter Zins, Jahreszins an Gutschriften. Auf der Long-Seite bei Magerschwein aber 107% Haltekosten. Das ist auch eine Strategie, die man mit CFDs fahren kann. Das nennt sich dann ist ein sogenannter Carry-Trade. Der basiert darauf, na, da haben wir ein höheres Hoch bei der Volatilität. Ja, ein Carry-Trade basiert darauf, dass man einen Trade zum Laufen bekommt, dann möglichst mit einem garantierten Stop absichert am Einstieg, dann kann da kein Kursverlust mehr entstehen und dann kann man hoffen, dass der Trade möglichst lange nicht ausgestoppt wird, sodass man eben um 23 Uhr dann immer und über das Wochenende dreimal die Gutschriften erhält. Also jetzt aufpassen, wir sind jetzt in einem Eskalationsmodus wieder unterwegs. Die Volatilität ist auf ein neues Hoch. Sie haben es versucht zu vermeiden, ja, hat nicht geklappt. US 30, 370 Punkte jetzt im Minus, 400 Punkte im Minus. Das kann jetzt schnell gehen, theoretisch. Also der Absicherungsbedarf ist anscheinend noch nicht leer gegessen, es ist hier immer noch die Bereitschaft, immer höhere Prämien zu bezahlen, um Aktiendepots abzusichern.
Man kann das als 1, 2, 3 Top sehen, ja, sehr wohl. Ich habe es jetzt mit der anderen Methode gemacht, weil Nico gerade fragt, das ist ein 1, 2, 3 Top im 1-Minuten-Chart vom US30. Ja, also eine 1, 2, 3 kann man so sehen, zur Orientierung Fibo-Marken einzeichnen. Was ich gemacht habe, ich habe mir jetzt diese vorbörsliche Spanne angeschaut. Dann ist er da drunter gegangen, hat die Signalkerze unterschritten, im 10-Sekunden-Chart dann 1, 2, 3 Top gemacht und läuft jetzt nach unten. Also intakter Abwärtstrend von diesem Trendfilter Opening Range und 1, 2, 3 prozyklisch zum Abschluss eines Ausbruchs aus selbiger. Ich klinke mich an der Stelle aus, wünsche euch einen erfolgreichen Handel heute im Rest des Tages. Ich bin morgen wieder da um 8 Uhr, dann mit CMC Espresso 9 bis 10 Uhr, dann mit dem Börsenbuffet 14:15 Uhr, dann auch wieder mit der Börseneröffnung. Wünsche euch einen schönen Tag und danke fürs Einschalten. Bis morgen.